Hallo ihr Lieben, schön, dass du wieder bei Yoga mit Nina eingeschaltet hast. Die heutige Einheit dreht sich ganz um unseren Rücken und den Rumpf. Wir werden unseren gesamten Oberkörper sowohl kräftigen als auch ganz ausgiebig dehnen. Für heute wäre es praktisch, wenn du einen Yoga-Klotz als Hilfsmittel hättest. Wer keinen Yoga-Klotz hat, ist kein Problem. Ich gebe auch eine Alternative im Video an. Und wenn du weißt, du hast empfindliche Knie, dann leg dir ruhig eine zusammengerollte Decke oder ein Kissen noch neben die Matte, wo du dein Knie einfach drauf abstützen kannst. Wir werden uns heute richtig schön viel Zeit nehmen, die einzelnen Asanas auszukosten. Also nimm dir wirklich diese 40 Minuten ganz für dich und bleib auch noch bis nach dem Shavasana bei mir, weil da habe ich noch eine kleine Ankündigung für euch. Und dann würde ich sagen, legen wir auch schon direkt los. Bequeme Kleidung an, Matte ausgerollt. Los geht's. Ganz viel Spaß. Wir beginnen in der Haltung des Kindes. Stell dazu die Knie gerne mattenbreit auf und leg deinen Oberkörper ganz lang nach vorne ab. Spür hier einmal die Kontaktpunkte mit dir zur Matte. Und probier mal, ob du mit deinen Händen noch ein Stückchen nach vorne kommst. Und kreiere so für ganz viel Länge in deiner Wirbelsäule. Lass deine Augen hier gerne noch geschlossen und nimm dir einen Moment Zeit, um ganz bei dir und deiner Praxis anzukommen. Nimm dafür mal wahr, wie sich dein Körper heute anfühlt. Nimm wahr, welche Gefühle und Gedanken bei dir im Kopf herumschwirren. Beobachte, wie dein Atem fließt, ohne zu werten, einfach nur wahrnehmen. Und dann erlaube dir für die nächsten Minuten, alles gut sein zu lassen. Lass alles hinter dir, was dich beschäftigt, und genieß die Zeit ganz für dich. Und dann atme tief durch die Nase ein. Spür, wie dein Bauch sich richtig gegen deine Oberschenkel drückt. Und ganz lösend wieder aus. Nochmal so, atme tief ein. Und alles wieder aus. Letztes Mal, atme tief ein. Und vollständig aus. Sehr gut. Wandere nun mit deinen Händen rüber nach rechts, ruhig runter von der Matte und spür die angenehme Dehnung in deiner linken Flanke. Atme in die Dehnung rein und erlaube dir immer noch, dein gesamtes Körpergewicht an den Boden abzugeben. Dann komm langsam wieder zurück zur Mitte und wandere Schritt für Schritt rüber nach links und öffne deine rechte Körperseite. Lass deinen Kopf ganz entspannt liegen und genieß einfach nur diese wohltuende Dehnung. Und dann komm wieder zurück zur Mitte. Öffne ganz sanft deine Augen und richte deinen Oberkörper auf für den Fersensitz. Verschränke nun deine Finger hinter deinem Kopf. Atme ein, öffne deine Brust, zieh die Ellenbogen nach hinten. Atme aus, mach dich ganz rund, zieh dein Kinn Richtung Brustbein. Ellenbogen zueinander. Einatmen, wieder öffnen, heb den Blick, schieb die Brust nach vorn. Ausatmen, maximale Rundung, kugel dich richtig ein. Letzte Runde, einatmen, öffne dich, mach dich richtig schön groß. Und ausatmen, mach dich ganz klein und rund. Spür die Dehnung in deinem oberen Rücken.
Löse mit der nächsten Einatmung auf und komm von hier in den Vierfüßler. Hände unter den Schultern, Knie unter den Hüften. Wir fließen nun durch ein paar Runden Katze-Kuh. Atme ein, schieb die Brust nach vorne, heb den Blick. Atme aus, mach den Rücken ganz rund, Katzenbuckel. Einatmen, schieb dich nach vorne, komm ins geführte Hohlkreuz. Ausatmen, maximale Rundung, zieh deine Schulterblätter ganz weit auseinander. Letztes Mal so, einatmen, öffnen, Blick und Herz heben. Ausatmen, mach dich so rund wie du kannst. Press die Hände richtig aktiv in den Boden hier. Und dann komm ganz kurz in den neutralen Vierfüßler und beweg deine Wirbelsäule mal in alle Richtungen, die dir so einfallen. Mach große kreisende Bewegungen, mobilisier deinen ganzen Rücken einmal komplett durch. Mach das, was sich jetzt in diesem Moment richtig anfühlt. Wunderbar. Mit dem nächsten Einatmen komm zurück in den neutralen Vierfüßler. Heb nun dein rechtes Bein gestreckt nach hinten oben und führe es genau so auf die rechte Seite, bis dein Fuß ungefähr auf Höhe von deinem linken Knie ist und stell am Boden ab. Mit der nächsten Einatmung heb den rechten Arm nach oben, öffne dich weit zur Decke auf. Und mit der Ausatmung fädel den rechten Arm unter dir durch, der Blick folgt. Noch zweimal so. Einatmen, öffne dich, werde groß. Ausatmen, fädel den Arm wieder unter dir durch, verteile das Gewicht gleichmäßig auf den Beinen. Atme ein, heb den Blick, schieb die Brust nach oben aus. Und ausatmen, komm noch einmal unter dir durch. Nächste Einatmung, öffne dich noch einmal nach oben. Und aus, stell die Hände am Boden ab. Heb nun dein rechtes Bein, so wie es ist, parallel zum Boden an. Und führe es wieder nach hinten. Halte kurz. Und komm zurück in den neutralen Vierfüßler. Nun die andere Seite. Heb dein linkes Bein gestreckt nach hinten oben und dann führe es auf einer geraden Linie zur Seite. Stell den Fuß auch hier wieder auf Höhe von deinem rechten Knie ab. Atme ein, heb den linken Arm weit nach oben und atme aus, komm unter dir auf die andere Seite durch. Atme ein, öffne dich Richtung Himmel. Atme aus, fädel dich wieder unten ein, der Blick folgt. Einatmen, nochmal heben, öffne dich. Ausatmen, schieb den Arm unter dir durch, Blick hinterher. Mit dem nächsten Einatmen komm nochmal weit nach oben. Und aus, stell die Hand am Boden ab. Heb dein Bein wieder seitlich an. Und führe es auf einer Linie zurück nach hinten, kurz halten. Und ausatmen, stell ab, neutraler Vierfüßler. Dann stell deine Hände ungefähr eine Handlänge weiter vor dir auf. Stell die Füße um und komm in deinen ersten herabschauenden Hund. Sei gern dynamisch, beweg deine Fersen auf und ab, hoch und nieder, immer wieder. Streck dich ganz lang aus, dreh, rotier den Oberkörper, mach dich locker. Super gut. Dann komm für einen kurzen Moment in einen ruhigen, herabschauenden Hund. Und dann roll dich nach vorne in die schiefe Ebene. Senk dich kontrolliert über die Knie an den Boden ab. Lass deine Ellenbogen eng am Körper, roll die Schultern nach hinten unten und heb ganz leicht den Oberkörper für die kleine Kobra.
Leg mit Länge wieder ab, verlagere dein Gewicht nach hinten und komm wieder nach oben in den herabschauenden Hund. Adho Mukha Svanasana. Prima. Roll dich wieder Wirbel für Wirbel nach vorne in die schiefe Ebene und halte für 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Achtung, lass dich langsam sinken für 5, 4, 3, 2, 1 und ablegen. Wir kommen nun in die Sphinx. Platziere hierfür deine Ellenbogen genau unter den Schultern. Die Unterarme sind parallel zueinander. Jetzt stell dir vor, wie du dein Brustbein zwischen deinen Oberarmen nach vorne schieben kannst und presst dabei die Hände aktiv in den Boden und zieh sie zu dir. Deine Fußrücken pressen auch in den Boden und liegen hüftbreit. Atme hier tief ein. Mit dem Ausatmen heb die Brust noch weiter an. Das ist eine minimale, kaum sichtbare Bewegung, aber du kannst sie spüren. Atme noch einmal tief ein und ganz genüsslich wieder aus. Wunderbar. Falte nun mit deinen Händen ein Kissen, leg die Stirn darauf ab und spür für einen kurzen Moment nach. Wackel hier gerne auch mal dein Becken, so von rechts nach links, und entspanne deinen unteren Rücken. Löse dein Kissen nun auf, streck die Arme seitlich von deinem Körper nach hinten und leg sie am Boden ab. Dann atme ein, heb dein rechtes Bein nach oben und halte. Und atme aus, senk sanft wieder ab. Mit dem nächsten Einatmen heb dein linkes Bein ganz leicht weg vom Boden und halte. Und mit dem Ausatmen komm zurück zum Boden. Noch zweimal jede Seite. Atme ein, rechtes Bein heben und mit Länge ablegen. Dein Oberkörper liegt ganz entspannt auf, nur deine Beine arbeiten. Atme ein, heb dein linkes Bein und mit der Ausatmung leg ab. Denk hier eher in die Länge als in die Höhe. Einatmen, rechts nach oben und aus, wieder tief. Einatmen, links und ausatmen, zum Boden zurück. Super. Wir machen direkt weiter. Verschränke deine Hände hinter deinem Rücken und wickel die Finger so ineinander, sodass die Handflächen ganz dicht beieinander liegen. Wenn du deine Hände nicht greifen kannst, dann streck die Arme einfach nur so weit wie möglich nach hinten aus. Deine Füße bleiben jetzt am Boden, liegen immer noch hüftbreit und drücken aktiv in den Boden. So sehr, dass deine Knie sich ganz leicht von der Matte abheben. Dann atme ein. Und mit der nächsten Ausatmung zieh deine Hände Richtung Gesäß, heb den Oberkörper für die halbe Heuschrecke. Ganz genau. Hol dir hier die Kraft aus deinem unteren Rücken und lass den Nacken dabei ganz natürlich und lang in Verlängerung zur Wirbelsäule. Denk daran, dass du keine Falten hinten in deinem Nacken bilden möchtest. Du bleibst einfach gerade und lang. So wie es sich gehört. Atme hier ganz bewusst tief ein und aus
Und spür dabei, wie sich mit jeder Einatmung der Bauch nach außen wölbt und sich der Oberkörper hebt. Und mit jeder Ausatmung wieder leicht sinkt. Halte noch für ein paar Atemzüge hier. Stell dir vor, wie du ganz lang wirst und deine ganze Energie aus deinem unteren Rücken aktivieren kannst. Jawohl. Löse nun ganz sanft wieder auf. Falte dir wieder dein Kissen mit den Händen und spür für einen kurzen Moment nach. Bleibe ruhig noch 2, 3 Atemzüge. Sei geduldig und nimm dir hier die Zeit. Atme noch einmal ein und ganz lösend wieder aus. Wir machen nun weiter mit der ganzen Heuschrecke, Shalabhasana. Bring dazu deine Arme neben den Körper. Die Handflächen zeigen nach innen zueinander. Und dann atme ein und heb alles vom Boden weg, was du anheben kannst. Zieh deine Arme aktiv nach hinten, so lang und weit, wie es geht. Die Beine genauso. Probier so hoch zu kommen, wie du kannst und halte. Lass deinen Kopf lang, denk an die Falten im Nacken. Spitze. Atme hier tief und bewusst in diese Asana. Und bleib fokussiert. Für mehr Intensität und wenn du es von deinem unteren Rücken her halten kannst, bring die Arme lang nach vorn, Handflächen schauen sich an. Zieh die Schultern weg von den Ohren und zieh dich in deine maximale Länge. Achtung, wir werden etwas dynamisch hier. Atme ein, zieh dich noch ein Stückchen höher. Und aus, senk ganz leicht ab. Atme ein, bring mehr Aktivität rein. Ausatmen, gib nach. Noch zweimal so. Ein, bau Spannung auf, erhebe dich. Und aus, gib wieder leicht ab. Letztes Mal einatmen, komm hoch, vielleicht noch ein Stückchen höher. Und aus, leg komplett mit Länge ab. Löst die Spannung und entspann dich. Leg die Hände entweder seitlich am Körper ab oder form dir wieder dein Kissen und spür nach. Genieße hier die wohlverdiente Entspannung und sammle hier wieder Energie. Entweder für die nächste Asana oder für deine Vorhaben jenseits der Matte. Komm hier wieder zu deinem ruhigen und bewussten Atem. Atme wieder tief ein und ganz lösend wieder aus. Dann bring deine Hände nochmal unter deine Schultern, stülp die Füße auf und komm für einen kurzen Moment in eine aktivere Haltung des Kindes. Und komm dann über den Vierfüßler noch einmal in den herabschauenden Hund. Lass ihn gerne nochmal dynamisch werden. Locker dich wieder aus. Und werd wieder ganz geschmeidig. Wunderbar. Dann atme wieder ein. Und mit der Ausatmung bring den rechten Fuß zwischen deine Hände und erde dein linkes Knie. Finde hier eine gute Position für dich. Und wenn du empfindliche Knie hast, dann schnapp dir deine Decke und polstere dein Knie aus. Achtung, wir werden auch hier wieder dynamisch. Atme ein, heb die Arme lang über den Kopf, Deep Lunge.
Und atme aus, streck dein rechtes Bein, beug dich vornüber und zieh die Arme an der Seite nach hinten für den freihändigen Runner Stretch. Noch zweimal so synchron zum Atem. Atme ein, komm wieder nach vorne, Deep Lunge. Und aus, komm zurück, Runner Stretch. Letztes Mal. Einatmen, komm weit nach vorne, Deep Lunge. Und aus, lehn dich nach vorn, zieh die Arme zurück. Einatmen, komm nochmal in den Deep Lunge. Und dann bring die Hände zurück zum Boden und komm von hier in den herabschauenden Hund. Wir machen direkt weiter mit der anderen Seite. Atme ein und mit der Ausatmung stell den Fuß zwischen die Hände. Richte dich auch hier wieder gut ein, finde eine passende Position für dich. Dann geht's weiter, wir fließen wieder mit dem Atem. Einatmen, heb die Arme über die Seite nach oben, Deep Lunge, Anjaneyasana. Und aus, lehn dich nach vorn, linkes Bein strecken, Runner Stretch. Adho Mukha Svanasana. Die Arme ziehen hier ganz kraftvoll nach hinten. Einatmen, komm nach vorne, Deep Lunge. Und aus, nach hinten, Runner Stretch. Letzte Runde. Atme ein, Deep Lunge. Und aus, Runner Stretch. Mit dem nächsten Einatmen komm noch einmal in den Deep Lunge. Lass dich noch ein Stückchen tiefer sinken. Und ausatmen. Bring die Hände zu Boden und komm in den herabschauenden Hund. Adho Mukha Svanasana. Großartig. Lass deine Knie nun langsam zu Boden sinken und komm über eine Seite in den aufrechten Sitz. Begib dich nun direkt in den Grätschsitz, die Beine schön weit auseinander und setz dich hier einmal ganz aufrecht hin. Zieh hier auch gerne nochmal dein Sitzfleisch nach hinten oben, um noch einen besseren Kontakt zum Boden zu haben. Dann atme ein, heb die Arme über den Kopf. Und aus, lehn dich zur rechten Seite, lass die Schultern hierbei übereinander gestapelt. Geh hier wieder nur so weit, dass es dir keine Schmerzen bereitet und du dich ganz auf die Öffnung in deiner linken Körperhälfte einlassen kannst. Drück hier deinen linken Sitzbeinhöcker tendenziell mehr in den Boden und zieh die Schultern weg von den Ohren. Exakt. Dann atme ein, komm zurück zur Mitte, streck dich noch einmal in die Länge und aus, lehn dich rüber zur linken Seite. Hör hier ganz deutlich auf deinen Körper und spür hinein, was dir in diesem Moment gut tut. Zieh dich mit deinem nächsten Einatmen zurück zur Mitte. Und aus, lehn dich nach vorne über, so weit wie möglich. Das muss gar nicht bis ganz zum Boden sein. Geh einfach so weit, wie es einfach sich richtig für dich anfühlt und wie es sich für jetzt gehört. Wenn du natürlich tiefer kommst, bist du gerne eingeladen, dich auch ganz abzulegen. Wunderbar. Dann richte dich ganz achtsam wieder auf. Greif mit deinen Händen unter die Knie und bring die Beine bis auf circa eine Schienbeinlänge zusammen. Stütz dich mit deinen Händen hinter dir am Boden auf
und lass deine Knie ganz locker von rechts nach links sinken. Dann bring die Beine ganz zusammen, greif unter deine Knie und lass dich langsam Wirbel für Wirbel in Rückenlage absinken. Zieh die Knie zu dir heran und schenk dir eine kleine wohltuende Massage für deinen unteren Rücken. Dann stell deine Füße so auf, dass du mit deinen Mittelfingern gerade so die Fersen berühren könntest. Wir machen jetzt weiter mit der dynamischen Schulterbrücke. Atme ein, heb dein Becken kontrolliert nach oben, nimm die Arme mit lang hinter dir, hinter deinen Kopf. Und mit der Ausatmung komm wieder nach unten, die Arme folgen der Bewegung. Einatmen, heb dein Becken, führ die Arme nach hinten und aus, komm wieder zurück, Arme vor. Atme ein, heb Wirbel für Wirbel wieder ab, Arme gehen mit nach hinten über den Kopf und mit der Ausatmung komm langsam und geführt zurück in Ausgangsposition. Mach das jetzt noch ein paar Mal in deinem eigenen Atemrhythmus und nimm wahr, wie du jeden Part deines Körpers abheben und wieder aufsetzen kannst. Finde für dich heraus, wie es sich anfühlt, den Atem mit der Bewegung zu verbinden. Lass deinen Atem und die Bewegung wirklich eins werden, wie eine Kooperation. Beides braucht den anderen. Und dann mach das Ganze noch zweimal in deinem eigenen Tempo. Schieb dein Becken wirklich aktiv nach oben. Dein Becken möchte zum Kinn, also in die Richtung. Und mit dem Ausatmen leg ganz achtsam wieder ab. Letztes Mal. Sehr gut. Dann stell deine Füße mattenbreit auf, lass die Knie so x-ig ineinander sinken und spür kurz für zwei Atemzüge nach. Dann kommen wir jetzt in die gestützte Schulterbrücke. Schnapp dir dazu deinen Block und positioniere ihn entweder in der mittleren Höhe oder ganz aufgestellt unter deinem Kreuzbein. Das ist der Bereich zwischen deinem letzten Lendenwirbel und dem Steißbein. Hier solltest du keine Schmerzen empfinden. Es sollte sich ganz angenehm und lösend anfühlen. Achte auch darauf, dass der Block ganz stabil steht und nicht wackelt. Lass die Arme dann ganz entspannt neben dir am Körper liegen und gib dein Körpergewicht wieder an den Boden ab. Lass dich einfach nur tragen. Löse dich von deinen Gedanken, von deinen Ängsten und deinen Sorgen. Atme einfach nur und genieße. Entspann deine Gesichtszüge, entspann deinen Kiefer und horch mal in dich hinein. Konzentriere dich ganz aufs Wesentliche und blende alles aus, was um dich herum passiert. Bleibe noch drei ganz tiefe Atemzüge hier.
Und dann löse ganz langsam wieder auf. Komm auf die Zehenspitzen. Stell deinen Block zur Seite und lass dich ganz sanft wieder Wirbel für Wirbel absinken. Umarm dich einmal selbst, zieh die Knie zu dir heran und kreise ganz minimal über deinen unteren Rücken. Und dann lass dein rechtes Knie angewinkelt. Streck das linke Bein aus und zieh dein Knie ganz dicht zu deiner Brust. Lass dein linkes Bein aktiv, indem du es wirklich aktiv in den Boden drückst und deine Zehen anziehst. Kreiere mit jedem Einatmen ganz viel Länge und beim Ausatmen kommt dein Bein näher zu dir heran. Auch hier ist es wieder eine kaum sichtbare Bewegung. Werde diesem einfach nur bewusst. Führe nun ganz achtsam dein rechtes Bein rüber zur linken Seite für eine Variante von Nakasana, eine liegende Drehung. Entspanne deinen unteren Rücken und atme ganz bewusst in diese Dehnung hinein. Erzwinge nichts. Visualisiere vielmehr, wie irgendwann dein Knie und deine entgegengesetzte Schulter ganz am Boden aufliegen. Atme ganz tief und bewusst ein und aus und gib hier die Verantwortung ganz an die Schwerkraft ab. Lass los. Wechsle nun die Seiten, löse erst wieder auf, dann streck dein rechtes Bein, zieh dein linkes Knie zu dir heran, aktiviere dein rechtes Bein, schiebe es aktiv in den Boden und zieh die Zehen an. Wunderbar. Bleibe auch hier mit den Gedanken wieder ganz bei dir, entspann deine Schultern und genieß diese Wohltat nur für dich. Bring nun dein linkes Bein ganz sanft rüber auf die rechte Seite. Die linke Hand ist nach links ausgestreckt und die rechte Hand liegt auf deinem linken Knie auf. Der Blick kann nach oben oder auch zur linken Seite gehen. Atme in die Dehnung hinein und streck dich mit jedem Ausatmen wieder weiter in die Länge. Genieß hier richtig, wie weit du dich auseinanderziehen kannst. Steuere deinen Atem wirklich ganz bewusst. Dann komm langsam wieder zurück zur Mitte. Streck dich noch einmal ganz lang aus, zieh dich auseinander und dann komm in eine ganz gemütliche Rückenlage für deine Endentspannung, für dein Shavasana. Nimm dir hier wirklich die Zeit ganz für dich, schließ die Praxis wirklich ganz komplett für dich ab mit diesen letzten Minuten in Stille. Ich hole dich gleich wieder zurück.
Und dann komm langsam wieder zurück mit der Aufmerksamkeit zu dir in den Raum. Fang an, ganz kleine kreisende Bewegungen mit den Fingern und mit deinen Zehen zu machen. Dann werd ein bisschen größer, fang an, die Handgelenke und Fußgelenke zu drehen. Fang an, dich zu strecken und zu recken. Mach dich ganz lang. Mach die Bewegungen, die dir gerade einfallen, die sich gut anfühlen. Und dann roll dich von hier noch einmal über deine Lieblingsseite. Bleib da kurz liegen. Und wenn du dann soweit bist, dann komm in den aufrechten Sitz und bleib noch für einen ganz kurzen Moment bei mir. So, das waren sie nun. 40 Minuten für deinen Rücken. Schön, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Ich würde mich total freuen, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt, wie dir diese Einheit gefallen hat und auch, was du dir für die Zukunft auf meinem Kanal wünschst. Möchtest du kürzere, knackigere Einheiten oder lieber längere, ruhige oder was ganz anderes? Lass es mich doch wissen. Und dann würde ich mich auch noch freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst, dass du auch nichts mehr verpasst und immer am neuesten Stand bist. Und das war's auch schon. Das wollte ich nur noch mal sagen. Ich wünsche dir noch ganz viel Spaß bei dem, was du jetzt tust. Bis zum nächsten Video. Deine Nina. Ciao.